Erzählen, was uns gleich erwartet auf dem One Way. Wovon hast du dich diesmal inspirieren lassen? Ja, was können wir erwarten? Das Kollektionsthema ist En Provence. Ja? Die Region in Frankreich, die so farbenfroh ist und von so wunderschönen Stoffen geprägt ist, immer schon. Und eine sehr, sehr, sehr tolle Stoffdruckgeschichte auch mitbringt. Du arbeitest ja immer sehr viel mit Prints. Ist es so, das, was bei Lena Hoschek das Markenzeichen ist? Mein Steckenpferd auf jeden Fall. Ich liebe Drucker. Ich habe auch als Kind schon begonnen, Stoffe zu sammeln. Ich bin eigentlich ein Stofffetischist, möchte man fast meinen. Und nur mit einfärbigen Stoffen. Also ich muss mich zu einem einfärbigen Stoff quälen. Ja. Die typische Lena Hoschek-Frau, magst du die mal beschreiben? Die typische Lena Hoschek-Frau, optisch gibt es nicht. Aber die typische Lena Hoschek-Frau ist sehr, sehr lebensfroh, hat Humor, sehr weiblich auch, egal auch wie sie aussieht, das hat nichts mit der Figur zu tun und genießt das Leben. Sehr schön, das klingt gut. Die Berliner Fashion Week wird ja immer so ein bisschen belächelt im internationalen Vergleich. Was denkst du darüber und was würdest du dir für Berlin vielleicht wünschen? Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn die eigenen hier, die Hausmedien in Berlin, so schlecht schreiben über die Berliner Fashion Week. Ich finde, dass wenn etwas im Aufbau begriffen ist, weil auch die Mailänder Modewoche gibt es nicht erst seit 7 Jahren, sondern erst schon seit viel, viel länger. Und vielleicht haben die italienischen Medien damals auch herumgezetert, wer braucht das denn? Und heute ist es selbstverständlich. Also ich finde, man darf sich davon nicht beunruhigen lassen, sollen alle ihr Maul halten und eigentlich positiv unterstützen. Und nicht immer alles schlecht machen. Zum Schluss noch, du bist ja schon eine Weile dabei. Ist man irgendwann irgendwo angekommen oder ist es Mode machen immer ein Prozess? Natürlich gibt es immer neue Designs, aber fühlt man sich irgendwann so in einem Status, dass man denkt, ich bin irgendwo angekommen? Auf der einen Seite bin ich schon lange angekommen. Ich kenne meinen eigenen Stil. Ich weiß, was ich gerne trage. Ich weiß, worin ich mich wohlfühle. Und ich glaube, ich weiß auch, was Frauen wollen. Und auf der anderen Seite ist man als kreative Persönlichkeit immer unsicher. Ja? Alles muss besser sein als die Saison davor. Natürlich kann das ein sehr, sehr großer Druck auch werden. Man sagt ja, ach, was ist, wenn die Leute denken, na, das haben wir alles schon mal gesehen, langweilig, ja, kennen wir schon und so. Und da wird man dann auch manchmal unsicher. Aber in Wirklichkeit, diese Momente sind Gott sei Dank nicht sonderlich ausgeprägt vorhanden. In Wirklichkeit habe ich meinen Stil schon sehr, sehr lange gefunden, sogar schon eigentlich als Teenager. Und lass mich da auch nicht beirren. Es ist mir scheißegal, welche Trends gerade herrschen, ob das jemandem gefällt oder nicht gefällt. Ich freue mich natürlich, dass es sehr großen Anklang findet, sonst wäre ich nicht so erfolgreich. Aber ob da mal ein wichtiger Modejournalist nicht positiv drüber schreibt, das kann mir eigentlich wurscht sein. Weil für den mache ich es nicht, sondern für meine Kunden. Das ist sehr schön. Ja, genau, so sollte es ja auch sein, für die, die es tragen. Sehr schön, ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch viel Spaß.